Vielleicht haben Sie es bemerkt, meine Damen und Herren, der Montag ist auch nicht mehr das, was er mal war. Erinnern Sie sich noch an die seligen Zeiten, Handelskrieg, Hoffnung gerne am Montag, Impfstoff Hoffnung auch sehr gerne am Montag. Irgendwie hat der Mensch am Montag irgendwie einen Optimismus in Sachen Finanzmärkte entwickelt, aber jetzt haben wir schon mal zwei Abverkäufe erlebt in den letzten Wochen, jeweils an einem Montag. Was ist da los? Aber, meine Damen und Herren, ich habe eine extrem bullische Nachricht für Sie. Heute ist der Dienstag, also Turnaround Tuesday, und wir haben jetzt seit 1990 736 Turnaround Tuesdays gesehen und alle ausnahmslos waren am Dienstag. Also, meine Damen und Herren, wer jetzt bullisch unterwegs ist, der hat allen Grund zu Optimismus. By the dip, dieses Mantra, das ist ja ewig gültig, das wird nie vorbeigehen. Und ich will Ihnen jetzt im folgenden Video erklären, warum das natürlich völlig berechtigt ist, an diesen Turnaround Tuesday und an By the dip zu glauben. Denn die Götter haben es so gewollt. Schauen wir uns zunächst mal an, was gestern passiert ist. Wir sehen Dow Jones, knappes Prozent im Minus, aber Nasdaq deutlich im Minus. Wir sehen S&P 500. 1,3% im Minus, der S&P 100, wo also die Schwergewichte, die großen Tech-Aktien dadurch eine größere Rolle spielen, weil weniger Aktien drin sind, minus 1,45%, das waren also die großen Techies, eine Amazon, eine Apple, eine Microsoft, alle mindestens 2% verloren, Facebook über 5% sogar, warum, werden wir gleich sehen. Und wir haben hier besten Sektor oder die einzigen Sektoren Energy und Utilities, und ganz unten haben wir Technology. Hier sehen wir also, wo der Druck herkam. WIX knapp 9% gewonnen. Aber wenn man sich einmal die Value-Aktien anschaut, auch den Russell 2000, da ist gar nicht so viel passiert. Minus 0,5% im Durchschnitt bei den Small Caps. Also da ist nicht viel passiert. Der Schaden ist passiert bei den großen Tech-Werten, und das drückt dann die Indizes wie den S&P vor allem gleich nach unten und den Nasdaq, weil die eben dort so schwer gewichtet sind. Aber wie gesagt, heute Turnaround der Tuesday. Schauen wir uns mal die Non-Profitable Tech Company Index an, mithin also eine Art Spiegelbild von ARK Innovation, von Cathie Wood könnte man sagen, tiefster Stand seit Mai 2020. Also da ist ein bisschen was passiert. Wir sehen die FANG-Aktien mit Microsoft, FAAMG Stocks auch so tief wie seit Monaten nicht mehr, und unten sehen wir den Nasdaq 100, der ja aus dem Trendkanal rausgeflogen ist und jetzt allerdings ziemlich überverkauft ist mit einem RSI von 30. Also es wäre jetzt nicht überraschend, wenn wir zumindest mal eine technische Erholung aus dieser ganzen Geschichte sehen, weil man eben im kurzen Zeitfenster überverkauft ist, übergeordnet natürlich noch total überkauft, gar keine Frage. Sie erinnern sich ja an die Monster Rally, die die Tech-Werte hier hingelegt haben. In China etwa ähnliches. Hongkong handelt, ja. Die Festlandchinesen kommen erst am Freitag wieder. In Hongkong wird gehandelt. Und hier der Tech-Index in Hongkong mit einem weiteren Sell-off, nun auf einem neuen Allzeittief im Prinzip. Das ist also da durchaus schon ein bisschen problematisch. Wir sehen auch beim Bullish Percentage Index, BPNDX, was die Nasdaq hier betrifft, auch sehr, sehr stark überverkauft. Normalerweise folgen da Reaktionen. Normalerweise passiert dann etwas. Wir sehen auf der rechten Seite den McLaren Oscillator, der so ein bisschen anzeigt, was eigentlich intern an den Märkten abläuft. Und da sehen wir keine große Verschlechterung. Also wir sehen auch von Panik keine Spur. Wir sehen eher eine Rotation raus aus Tech, dann erstmal ganz raus oder vielleicht sogar ein bisschen rein in Value-Aktien. Und das alles unter hohen, aber nicht extrem hohen Umsätzen gestern. Also das war jetzt nicht so, dass die Leute panikartig verkauft haben. Aber es ist durchaus fragil, was wir hier sehen. Wir haben die gute Chance auf einen technischen Rebound, aber übergeordnet ist da schon ein bisschen Porzellan zerschlagen worden, charttechnisch dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir mal, wenn wir uns angucken, welche Aktien hier die Märkte runterdrücken, respektive den S&P 500, dann sehen wir Apple mit dem größten Anteil, etwa 0,6% alleine macht Apple an dem Verlust aus, dann kommt Gesichtsbuch, also Facebook, Microsoft, Amazon, Alphabet. Also es sind die Schwergewichte, die hier der Fall sind, und unten sehen wir einen Chart, der zeigt, wie stark der Abstand zwischen Value und Growth inzwischen ist. Und wir haben Growth natürlich mit einem riesigen Abstand. Also es wäre jetzt auch historisch gar nicht ungewöhnlich, wenn der Abstand zwischen diesen großen Tech-Werten und Value-Aktien sich ein bisschen verringert. Schauen wir uns mal den S&P 500 an und hier die 100-Tages-Linie. Wir haben es das erste Mal seit Beginn des Corona-Crash,
haben wir die Situation, dass der S&P 500 jetzt drei Handelstage in Folge unter seinem 100-Tages-Durchschnitt handelt. Für die Amerikaner, wie gesagt, sehr wichtig. Der 20er-Tagesdurchschnitt, der 50er, der 100er und der 200er. Jetzt, wie gesagt, drei Tage unter dem 50er-Tagesdurchschnitt, der ja immer wieder gehalten hat, der immer wieder gekauft worden war. Der Schaden besteht darin, der schadtechnische Schaden, dass wir das nicht geschafft haben, hier wirklich diese Linie wieder zu erobern, in den Aufwärtstrendkanal reinzukommen. Wir sind dann in Reaktion nach dem großen Verfall, haben wir es nochmal geschafft, diese 50-Tages-Linie kurz zu erobern, aber dann wurde das wieder aufgegeben und es ging weiter nach unten. Wir sehen nach wie vor Trendbrüche beim Nasdaq oben und beim VIX unten. Da könnte also durchaus noch einige Nervosität kommen. Und nervös gestern auch seltsame Häufungen von Ausfällen, etwa Twitter ausgefallen. Wir sehen Telegram ausgefallen. Wir sehen Google teilweise ausgefallen. Wir sehen T-Mobile teilweise ausgefallen. Wir sehen aber auch vor allem Facebook, Instagram und WhatsApp global teilweise ausgefallen. Jetzt drohen Hacker, pass auf, also wenn ihr nicht unsere Lösegeldforderung erfüllt, dann werden wir das wieder zum Laufen bringen. Facebook läuft wieder, oh Gott, da wird natürlich gerne gezahlt. Da werden dann alle zusammenlegen müssen, um die Hacker hier zu bezahlen, damit das hoffentlich nicht passiert. Kleiner Scherz am Rande, aber schauen wir uns mal diese Grafik oben an. Hier sehen wir einen ziemlichen Gleichlauf zwischen den Anzahl von Depressionserkrankungen und der Nutzung von Social Media respektive den Umsätzen von Facebook. Meine Damen und Herren, sollte man mal drüber nachdenken, gell? Also da haben ja gestern wahnsinnig viele Menschen sehr, sehr viele Freunde verloren, gell? Also ich alleine auf Facebook mehrere tausend Freunde, ja? Und das müssen Sie sich ja mal vorstellen, was das für mich emotional bedeutet, ne? Wenn Sie auf einmal mehrere tausend Freunde zwischenzeitlich verlieren. Das ist ja nicht zu ertragen, meine Damen und Herren, gell? Sehen Sie es einmal von der Seite, kein Wunder, dass die Depressionen ansteigen. Aber jetzt hat natürlich die Fed verkündet, also okay, wir werden da was tun, weil Facebook ist ja systemrelevant insgesamt für die Finanzmärkte und für die Preisstabilität und für den Arbeitsmarkt und für den Klimawandel. Dementsprechend werden wir jetzt eine Billion an Dollars drucken, um Facebook zu retten. Und die FED-Mitglieder aus dem FOMC, die haben dann netterweise auch im Vorfeld, bevor sie das verkündet haben, dann auch gleich Aktien von Facebook gekauft. Das ist natürlich reinste Satire, aber es bringt den Wahnsinn so ein bisschen auf den Punkt von Stalingrad und der Pursky. Apropos Fed, jetzt wird innerhalb der Fed diskutiert seit letzter Woche, ja, wie es denn so ist mit den Trading-Aktivitäten, gell? Ja, gut, da kannst du mal nach ein paar Jahren drüber diskutieren, nachdem du dir die Taschen voll gemacht hast, kann man mal eine Diskussion anfangen. Elizabeth Warren, die linke Demokratin, sagt ja, also das muss von der SEC untersucht werden. Finde ich gar nicht so verkehrt, was sie Warren da sagt. Denn das ist ja ein Zustand, der eigentlich nicht geht. Ob jetzt Clarida, ob Rosengreen, ob Kaplan, sie alle und auch Mr. Powell sind natürlich maßgeblich investiert in Märkten, die sie maßgeblich bewegen. Jetzt haben wir, um zum politischen Teil zu kommen, ja nach wie vor diese Geschichte mit Anhebung Schuldenobergrenze. Wir haben das Infrastrukturpaket und hier jetzt Biden hat praktisch schon klar gemacht, also diese 3,5 Billionen, die werden es nicht werden. Vielleicht werden es so 1,9 bis 2,2. Also eine Form des Realismus und Manchin, der moderate Demokrat, wie die Amerikaner sagen, man unterscheidet ja in Progressives, das sind die linken Demokraten, und in Moderates, das sind die eher rechten Demokraten. Ich nehme das völlig wertfrei, manche haben mir unterstellt, ja, wie könnte ich da von progressiven Demokraten reden, das ist die offizielle Bezeichnung, ihr Lieben, also man muss auch nochmal der Kirche im Dorf lassen. Jedenfalls Manchin, der ein moderater Demokrat ist, hat gesagt, okay, wir müssen jetzt diese Reconciliation ziehen, weil die Republikaner sich komplett verweigern werden, was die Anhebung der Schuldenobergrenze betrifft, und das muss ja irgendwie passieren bis zum 18. Oktober, weil sonst die Amerikaner das Geld ausgeht. Jedenfalls Manchin sagt, lass uns diese Reconciliation-Geschichte jetzt machen. Das ist praktisch, wenn man so will, naja, so eine Art demokratische Atombombe. Es würden dann 50 Stimmen reichen. Wenn allerdings irgendwann mal wieder die Republikaner an die Macht kommen sollten, dann könnten die auch mit dieser Reconciliation ziemlich
durchregieren und man fürchtet also ein bisschen, solche harten Waffen zu ergreifen. Sei es drum. Jetzt kommen wir nochmal zum Thema Inflation. Ich glaube, einer der zentralen Punkte, und das wird oft missverstanden von vielen, die ich sonst sehr schätze, die sagen, ja, man macht sich Sorgen über diese Anhebung der Schuldengrenze, bla bla bla, das halte ich alles für Quatsch. Man macht sich Sorgen darüber, dass wir praktisch jetzt eine Situation haben, in der die Notenbanken die Kontrolle verlieren aufgrund der Inflation. Schauen wir uns diese Inflation mal an und da hier die Prognosen von Goldman Sachs aus den verschiedenen Monaten. Es begann im April, und da hat man gesagt, ja, Dezember 2021, also jetzt diesen Dezember, wird PCE, also Personal Consumption Expenditure, Inflation bei 2,05% liegen. Dann im Mai die nächste Vorhersage, oh, liegt jetzt dann doch im Dezember bei 2,50%. Im Juni war sie dann schon bei 3,0% in der Prognose, im Juli bei 3,4% in der Prognose. Jetzt haben wir im August dann 3,8% und jetzt im September 4,25%. Also wir haben durchschnittlich pro Monat wird die Inflation, die Erwartung von Goldman Sachs in Sachen Inflation um fast ein halbes Prozent angehoben. Das zeigt so ein bisschen, wie stark die Märkte sich verkalkuliert haben lange Zeit, wie vor allem die Fed sich verkalkuliert hat lange Zeit. Und das haben die Märkte natürlich inzwischen gerafft. Und die Fed hat es natürlich auch gerafft und die EZB. Aber sie müssen natürlich so tun, als hätten sie noch eine realistische Chance, dass ihre Prognose eintrifft. Die ist so realistisch wie etwa, dass Laschet Kanzler wird. Nein, das ist deutlich realistischer. Aber sei es drum. Hier haben wir also sozusagen die eigentliche Ursache. Und das Problem ist, dass die Märkte fürchten Stagflation, also dieses Umschlagen von einer Inflation, von einer Teuerungsspirale hin zu einer Stagflation, weiter steigende Preise bei einer stagnierenden oder sogar sich abkühlenden, deutlich abkühlenden Wirtschaft. Und die Märkte fürchten, dass die Fed gar nicht anders kann, als in diese ohnehin sich schon abkühlende Wirtschaft, weil eben die Inflation so hoch ist, wegen Materialmangel, wegen Lieferkettenproblemen, die Wirtschaft abkühlt, sie dennoch aber irgendwie diese ganze Teuerung in den Griff kriegen muss und dennoch die Geldpolitik strafen muss. Und das ist natürlich eine blöde Kombination, sich abkühlende Wirtschaft bei gleichzeitig einer nicht mehr unterstützenden Notenbank. Wir sehen, dass hier zum Beispiel die Begriffe Stagflation oder der Begriff Stagflation jetzt im letzten Monat 4000 Mal bei Bloomberg Terminal Stories erschienen, mehr als das Doppelte als im August, und das war da schon ein Hoch seit dem Jahr 2012. Und wir sehen auch die Google-Suchen nach Stagflation, die schießen durch die Decke, also den Leuten dämmert langsam, was der Fall ist. Dazu beitragen tun auch die Rohstoffpreise, der Bloomberg Commodity Spot Index, da sind 23 Rohstoffe aus dem Bereich Energie, Metalle und Agrikultur, das sind jetzt nicht nur Österreicher, gell, agrikulturell, sondern das sind jetzt einmal landwirtschaftliche Rohstoffe und Materials. Hier sehen wir, dass wir jetzt das Hoch aus dem Jahr 2008 übertroffen haben. Das sorgt eben dafür, dass die Inflationsbedenken weiter nach oben gehen. Wir sehen, dass Indien jetzt möglicherweise vor einem totalen Kollaps seiner Stromversorgung steht. Indien ist hochgradig abhängig von seinen Kohlekraftwerken. Die machen einen ganz großen Teil seiner Energieversorgung aus, 135 davon. Haben kein Fuel mehr, haben also praktisch den Nachschub nicht mehr. Das könnte sich dramatisch auswirken. In China ist jetzt in der Provinz Shanxi wurden 27 Kohleminen erstmal geschlossen, weil Regen und Flut sind faktisch überflutet. Das wird auch einen Effekt haben. Also die Dinge kommen alle irgendwie zusammen zu einem perfekten Sturm, und perfekter Sturm auch dann. Das ist Schlagwort in Sachen Immobilienmarkt in China. Fitch hat jetzt Scenic nach unten gestuft auf CCC. Das ist also praktisch schon Default, nur ein Stüfchen noch drüber. Die Aktie von Scenic, ähnlicher Immobilienentwickler wie Evergrande, nur etwas kleiner. 87% gefallen seitdem. Wir haben ja gestern Fantasia, anderer Immobilienentwickler, jetzt praktisch seine Bond, seine in Dollar notierenden Anleihen nicht bedient. Und wir sehen, dass etwa in Shenzhen die Secondhand Home Sales, also die Verkäufe von Secondhand Wohnungen, könnte man sagen, gell, sind jetzt 80% gefallen. Insgesamt eben die Verkäufe von neuen Wohnungen in den sogenannten First-Tier-Cities, also in den ganz großen Städten Chinas, mit einem großen Abverkauf, mit einem großen Fall im Vergleich zum Vorjahresmonat. Also, wie geht es da weiter? Das ist die große Frage. Wir haben eine sehr ungünstige Konstellation eigentlich für die Märkte. Wir haben auf der einen Seite
die Szenerie, dass jetzt eben die Energiepreise massiv steigen, die Kosten für die Unternehmen steigen, das ist so ein ganzer Rattenschwanz. Man fürchtet Gewinnwarnungen jetzt, die bald kommen werden bei der Berichtssaison aus dem dritten Quartal auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist klar, die Fed muss raus aus dieser ultralaxen Geldpolitik, muss möglicherweise sogar bald die Zinsen anheben, wenn es ganz dumm läuft und diese Inflation nicht in den Griff gekriegt werden wird. Und genau das sind die Themen, die wir am Donnerstag besprechen, meine Damen und Herren, mit Jürgen Born. Nicht Jürgen, Rüdiger Born. Ich bin ja schon total verwirrt, gell? Der Rüdiger, wir kennen uns seit Jahren, ein fürchterlich netter Mensch, ein wahnsinns guter Charttechniker, ein Hühne geradezu. Nicht nur körperlich, sondern auch moralisch ein wirklich einer der nettesten Menschen, die unter der Sonne wandeln und jemand, der sich wirklich Tag und Nacht mit Charts beschäftigt, mit Trading beschäftigt. Er ist Händler, er lebt davon und wir werden mit ihm sprechen, mit Roland Ulrich zusammen. Über die Frage, ja, ist die Party jetzt vorbei an den Aktienmärkten? Was sagen eigentlich die Charts? Kommen da stürmische Zeiten auf uns zu? Haben wir die Hochs gesehen? Oder ist das nur eine kleine Korrektur? Nichts weiter als das zwischen Intermezzo und dann geht es wieder nach oben. Ich werde Ihnen eine kurze Vorschau hier unter das Video packen. Schauen Sie sich das mal an, worum es da gehen wird. Das wird sicherlich ein Highlight am Donnerstag, denn wir wollen alle wissen natürlich, was steht da jetzt auf dem Spiel, wie ernst ist die Situation. Also unter dem Video verlinkt. Jetzt sage ich erstmal Servus und Ciao. Wir sehen uns hoffentlich heute Abend. Bis dann, Ciao.